Ja, das hier ist das Tagebuch. Tagebuch der Musikschule. Büroarbeit zu tun. Und wir zeigen euch einfach, wer wir sind, was wir machen. Das machen wir Tag für Tag, weil ja, wir sind nicht einfach nur eine Musikschule, sondern wir sind coole Leute. Und das zeigen wir euch. Genau. Das seht ihr jetzt in den nächsten Ausschnitten. Bam, 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 Headbanging, Junge. Hey, grüß dich, moin. Leute, die fragen erstmal an, ob überhaupt eine Gitarre. Blockfrei um 18 Uhr. Ja, genau. Ja, bin rein, schauen wir mal. Jo, hallo, moin, 18 Uhr. Genau, ja, ja, gut. Jo, hau rein, schönen Tag dir. Ciao. Ja, hey, Unterrichtsplanung ist immer viel mit hin und her telefonieren und sowas verbunden, damit man eben die Schüler irgendwie in die Pläne bekommt und ja. Musikschule ist auf, so. Denn zu einer Musikschule zählt natürlich auch Unterrichtsvorbereitung. Voll geil, ey. Musst du hier? Einmal. Damit machen wir auch Musik. Trommeln eine ganze Menge. Schön ist, lassen wir hier direkt rein. Sind aber noch lange nicht fertig. Ja, auch sowas gibt's hier in der Musikschule. Wo haben sie denn jetzt mein Buch hingepackt? Ey? Da, Circus Pianissimo. Welcome to the Jungle, Chaos. Das Wichtigste einer ganzen Musikschule ist die Kaffeemaschine. Und die haben wir da. Das ist das Wichtige. Und das hier, direkt daneben, das ist kein Verstärker, sondern unser Kühlschrank. Denn ohne Kaffee und ohne Kühlschrank sind die Lehrer hier alle voll aufgeschmissen, ey. Kaffeecreme in mild. So, pass auf, Jungs, hier. Drück aufs Knöpfchen. Fahr. Pass auf, nun geht der Zaubertrank los. Pass auf, geh los, geh los, geh los. Wieso kackt denn der scheiß Kopierer jetzt die ganze Zeit ab? Weißt du, das sind so Alltagsprobleme. So. Also, Cheerio geht auf nach Höldinghausen, dann nach Emsteck, da sehen wir den Peter, meinen Gitarrenlehrer. Und ja, dann schauen wir mal, was bei dem so abgeht heute. Da habe ich noch Fußball gespielt, das schauen wir uns mal an. Wie viel steht's? 18 zu 0. Der schießt, Leute. Von rechts kommt ein Pass auf links außen, geht ins Leere. Geht in Sturm, aber Abwehr. Tor, 1 zu 0. Wer hat gewonnen? Über das, was ich so den ganzen Tag mache. Nur den kleinen Finger, der Daumen bleibt quasi so eingeknickt. So, Tutze, das war's hier in Höldinghausen. Fleißig getrommelt und jetzt geht's weiter zu Peter nach Emsteg. Was? Online? Ja, das ist meine. Ich hab's. Alltag werden. Was? Ich bin in Learning. Halbe Stunde. Ich auch. um halb. Du musst auch mal da oben hin, ne? Ja, wo ist die denn? Hier, da hing normalerweise eine Uhr. Da. Keiner weiß, wo diese scheiß Uhr ist. Das Schlimmste an Musikschulen sind Uhren. Warum? Weil die Schüler da andauernd drauf. Ja. Das nervt so als Lehrkraft in der Schule die ganze Zeit so. Wieder ist so Unterricht. Das sind die geilsten. Eigene Kartons. Handarbeit hier. Muss aber auch noch automatisiert werden. Man sagt ja auch mal, die erste Million ist die schwerste. Mist, wir haben schon drei. Fehlt noch das Produkt. Denn wir haben hier so coole Kinderinstrumente für Kinder. Erwachsene können das auch nehmen. Aber das hier geht raus, nennt sich musikalische Früherziehung für zu Hause. Macht eine ganze Menge Spaß, denn dann seht ihr nämlich so Videos. Hier gibt es noch Karte und Postkarte, kannst du mir zurückschicken, kannst du ausfüllen, mir zurückschicken. So, und dann gibt es noch unser schickes hier Produktheft mit dazu, mit lauter Artikeln. Das geht dann raus an euch. So, und damit das auch gemäß den Verpackungsvorschriften so ankommt, auch Verpackungsmaterial. Das sieht dann so aus. Aber das hier ist ja viel zu lang. Demnach kürzen wir das, packen das da rein. Seht ihr das überhaupt? Packen das da rein und dann kommen wir zum springenden Punkt. Zuerst das runterklappen, wo was drauf gedruckt ist. Zappen. Und jetzt brauche ich mein Paket. Zack. Fett ist das Produkt. Fehlt noch hier so eine Paketmarke, damit die Deutsche Post auch weiß, wo es hin soll. Klebst du drauf. Fertig. Das ist Pakete packen hier in der Musikschule. Funktioniert einwandfrei und macht auch Spaß. Kommen wir wieder zum wichtigsten Raum, das, was ich euch gestern auch schon gesagt habe. Das ist nämlich der Flurbereich mit der Kaffeemaschine. Genau. Und dem Kühlschrank und dem Kopierer. Mehr brauchst du als Musiklehrer nicht. Gibst du mir recht, ne? Ja. Das ist so. Du brauchst nur drei Dinge. Kaffeemaschine, Drucker, Kühlschrank. Genau. Mehr nicht. Alles andere. Dann bist du nämlich automatisch gut gelaunt und dann macht das Unterrichten auch Spaß. Genau. Und man ist wach. Genau. Weil Musiker schlafen ja lange, arbeiten bis spät nachts. Machen sie wirklich, ne? Teilweise haben wir Kollegen, die
gehen erst irgendwie um 3 Uhr nachts oder so pennen. Ja, normal. Bei denen ist das normal, bei mir nicht. Ich will auch Kaffee haben. Die Frage stellt sich gar nicht. Wenn dich jemand fragt, willst du einen Kaffee haben, dann sagst du einfach, ja, mach. Genau. Da gibt es kein Nein. Es gibt einfach nur, ja, mach. Mach, okay. Was für eine Frage. Ja. Mach, frag gar nicht. Ganz wichtige Unterrichtslektüre, Hannes auf dem Bauern. Total geil. Puh, endlich hat der Hahn die Verfolgung aufgegeben. Satan, das Buch ist voll mit Texten. Wenn wir hier Milch im Kühlschrank haben, es ist immer so, 50-50 Spiel, ist die noch gut oder ist die nicht gut? Ja. In der Regel scheißen wir drauf und wir trinken die einfach. Genau, kann auch sein, dass die steinhart ist und dass dann, wieso kommt da nichts, so noch genau. Voll. Weil wenn die Kuh kein Gras fressen will, dann wird die Wiese eben gepflastert. Oder betoniert. Beispiel. Ja. Wir können alles. Wir machen alles. Wir können uns auch Milchbier machen. Milchbier. Das ist bestimmt sofort besoffen. Gibt es Milchbier? Müsst ihr mal ausprobieren zu Hause und uns Bescheid sagen, wie das geschmeckt hat. Gib uns mal eine Rückmeldung. Genau, Milchbier. Rückmeldung. Oh, yippie, ja, ja, oh Gott. Und hier am Rumspringen und da und dann denkt, oh Gott. Thank you.